Hast du deine Traumbrille gefunden, gibst du einfach online deine Augenwerte ein. Zuerst entscheidest du dich, ob du eine normale Brille mit Einstärkengläsern möchtest oder eine Gleitsichtbrille. Bei Gleitsicht kannst du zwischen Komfort und Individual wählen. Willst du das breitmöglichste Sichtfeld, dann wähle Individual. Im nächsten Menü gibst du deine Augenwerte ein. Du findest die Werte auf deinem Brillenpass oder Rezept. Bei Sphäre wählst du deine Dioptrienwerte. Bei Hornhautverkrümmung muss bei Zylinder ein anderer Wert als 0 gewählt werden. Das gleiche gilt für den Achsenwert. Der Wert PD ist die Pupillendistanz. Dieser ist für die Brille sehr wichtig und muss immer angegeben werden. Bei Gleitsichtgläsern musst du noch die Differenz von Nah- und Fernwert eintragen. Diese steht auf deinem Pass unter dem Punkt Addition. Als nächstes bestimmst du deine Gläserstärke. Bei Dioptrienwerten niedriger als minus 5 oder höher als plus 4 solltest du extra dünne Gläser wählen. Auch eine Tönung für deine Brille ist im Preis inklusive. Wenn du sie möchtest, wählst du zwischen Tönungsgraden und Farben deine Wunschtönung. Du kannst auch eine selbsttönende Brille bestellen. Hier wählst du Phototrop. Speziell für Autofahrer ist die Extractive-Tönung. Jetzt kannst du deine Brille direkt ordern. Falls du noch Fragen hast, einfach anrufen.